Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei XCOM 2. Ich habe gerade echt was ganz Fieses gemerkt. Ich habe gedacht, so jetzt kannst du hier diesen Bildschirm ja einfach mal laufen lassen, während du irgendwie mal was essen gehst nebenan oder so. Aber die Zeit läuft hier weiter. Also es ist gar kein Pausenbildschirm oder so. Das ist richtig scheiße wahrscheinlich. Ich habe jetzt hier wahrscheinlich richtig Zeit verloren. So, ja. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Okay, wir haben wieder Einkommen bekommen. So, für 20 können wir das aufdecken. In Vorbereitung. Ein UFO jagt die Avenger. Oh Gott. Deck das mal auf. Okay. Ein bisschen langsam müssen wir da mal was machen. So, Avenger berechnet neuen Kurs. Ich glaube, wir machen gleich mal auch diese Mission hier. So, den Raum können wir uns mal angucken. Ja. Hey, Commander. Unsere Energiesysteme arbeiten am Limit und haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. So, hier werden jetzt erstmal Alien-Trümmer weggeräumt. Freiräumen. So, alles klar. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Neues Forschungsprojekt, bitte. Magnetkanone und Gauss-Gewehr stehen zur Verfügung. Perfekt. Magnettechnologie annehmen. Magnetkanone. Okay, dann möchte ich 13 Tage. 4 Tage hier die Viper-Autopsie machen. An den Anblick der Kreuzung von menschlichem und okay. Ich habe mich gefragt, wie die Advent-Regierung unsere Gruppe von Abtrünnigen sieht. Sind wir für sie eine Bedrohung oder eher... Das ist mir egal. So, Private einfach nur A. Willkommen im Go in der Truppe. So. Zurück. Ja, ja, ist okay. Funkrelais. Komm, wir machen das Funkrelais jetzt endlich. Mal fertig, das haben wir so und so versucht jetzt. Und dann fliegen wir zum Hauptquartier zurück. Signal ist laut und deutlich. Sehr schön. So. Und dann geht's jetzt zurück zu... Zum Hauptquartier. Auf den südafrikanischen Sektor. Commander, die Aliens sind ihren Zielen erheblich näher gekommen. Auf der ganzen Welt tauchen neue Advent-Einrichtungen auf. Boah, die kommen, die ploppen so schnell auf, ey, da kannst du ja fast nichts mehr machen hier. Widerstandswahn. So. Über einen neuen Ingenieur. Okay, komm. Nehmen. Informationsbeschaffung. Schnellbau. Nee, ich will Geld sparen, damit ich mir jetzt die Magnetwaffen gleich holen kann. Zurück.
in die Waffenkammer. Oder nee, in die Technikabteilung. Ne? Da musste man wegen den Waffen hin. Gegenstände herstellen. Waffen. Magnetkanone. Oder Magnetgewehr. Okay, das Magnetgewehr scheint das altes Gauss-Gewehr. Sieht ein bisschen wie ein Sniper aus. Ne? 150 Vorräte. Das kostet auch 150 Vorräte. Puh. Nehmen wir eine Kanone? Ja, wir nehmen eine Kanone. So. Sie haben vor dem Kontakt mit Central ein paar Jahre in den Kolonien gelebt, nicht wahr? Ja, einer der Vorteile der Zusammenarbeit mit Advent. Auf den ersten Blick ein komfortables Leben. Aber dieser Komfort hatte einen Preis. Die Millionen Einwohner dieser Städte scheint das wenig zu kümmern. Ja, aber Advent entgeht nichts. Ihre Truppen, die Aliens selbst und ihre automatischen Systeme, sie sehen einfach alles. Es ist gewöhnungsbedürftig, einem Laternenpfahl seinen Ausweis zeigen zu müssen. 75 Vorräte für den Truppengröße 2. Soldaten verbluten nicht mehr direkt, das ist auch gut. Gewährt bei Feuerschuss und Reflexschützen plus 10 Sicherheit. Sprengkörper können kritischen Schaden machen. Okay. Zeug. Das gibt Vorräte. Wir müssen das machen, Leute. Erst speichern wir nochmal ab. Habe ich nämlich noch gar nicht gemacht gerade. Für dieses Zeugs. Wo haben wir denn hier? Da unten ist das Let's Play. Speichern. Zurück zum Spiel. Und dann... Ich habe ein bisschen Schiss vor diesen Missionen. Die sind ja nicht umsonst irgendwie so ein bisschen besonders. Einsatzstart. Aber wir müssen auch langsam hier oben von das Avatar-Projekt auch mal was machen. So. Lesrak Dark. Tragen die jetzt beide die Waffe? Magnetkanonen. Ja, nice. Ja, nice. Automatisch? Das ist ja toll. So, gucken wir mal. Waffenverbesserung. Direkt noch ein extra Zielsicherheit. Kostenloses Nachladen. Crit-Chance. Verpassen wir hier noch ein Zielfernrohr. Umbreon. Waffenverbesserung. Du hast ein Laservisier für Crit-Chance. Ich gebe dir... ein Laservisier. Nee, Moment. Für noch mehr Crit-Chance. Nee, Zielsicherheit. Fortschrittliches Zielfernrohr. So, das... mehr Zielsicherheit. Das braucht der Umbreon. So. Lesrak, was kriegst du für deine Waffe? Du hast ein Laservisier für mehr Crit. Automatiklader. Okay, sonst ist das dieselbe Truppe von letztem Mal. Aber ich glaube, das sind auch momentan so unsere besten Soldaten. Das heißt, wir nehmen diese Truppe. Den Bero gebe ich noch eine andere Granate. Einfach nur, damit ich mal ein bisschen Variety habe. Ja. Und dann kann's losgehen, Leute. Seid ihr so gespannt wie ich?
Ranger eingesetzt. In Position für den Einsatz. Einsatz starten. Unsere Widerstandskontakte vor Ort haben uns gezeigt, wie wir in die Advent-Geheimeinrichtung kommen. Die Aliens haben alles dafür getan, den Ort geheim zu halten. Wir wissen nicht, was wir dort finden werden. Halten Sie die Augen offen und rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Ich bin echt gespannt, was uns da jetzt erwartet. Starten mit Any Key. Da sind wir. Und unsere Helden schweben ein. Manus 1-5, die Geheimeinrichtung ist in ihrer unmittelbaren Nähe. Infiltrieren und untersuchen Sie das Gebiet. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand und neutralisieren Sie alle Feinde. Okay, schwerer Widerstand. Immerhin sind wir verborgen. Bin unterwegs. Starten wir wie immer mit dem Max. Gibt's echt wenig Deckung hier. Verstanden, rücke aus. Okay, immer noch nichts gesehen, das heißt, wir können hier relativ sicher vorrücken. Got it, moving. Rücke aus. Lissack. Los geht's. Den neuen Wummen, vielleicht geht da was. Bin unterwegs. Jetzt die Aliens. Okay. Bis jetzt sieht alles ruhig aus. Das ist echt eine lange Strecke hier. Guckt euch das mal an. Deswegen wird das wahrscheinlich auch kein so einfacher Einsatz. Verstanden, bin unterwegs. Immer noch keine Aliens. Hier scheint was drin zu sein. Okay. Befehl bestätigt. Wir haben keinen Rundenzähler, das ist schon mal gut. Deswegen gehen wir hier mal in Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Moving out. Got it covered. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Wenn da jetzt gleich was rauskommt. Bestätigt, Überwachung läuft. Kriegt es ordentlich einen auf die Mütze. Bin auf dem Weg. Okay, immer noch nichts. Begebe mich zum Ziel. Okay, wir sind hier. Lesrak noch da. Rücke aus. Overwatch. Augen auf. Biru. Okay. Overwatch. Move to Overwatch.
Ich rücke aus. Gebe Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Tür öffnen. Nichts. Okay. Overwatch. Mir entgeht nichts. Ich trau dir dieser Stille nicht. Okay. Weiter nach vorne. Ich rücke aus. Sichtkontakt zu feindlicher Patrouille. Da ist was. Wechsle Position. Nähere mich der Zielposition. Ich will von hier eigentlich jetzt auch nichts abkriegen. Und los geht's. Overwatch. Bestätigt. Überwachung läuft. Gehen jetzt alle am besten in den Overwatch. Verstanden. Halte die Augen offen. Verstanden. Halte die Augen offen. Gebe Feuerschutz. So, sie kommen zu uns rüber. Die laufen ziemlich weit. Ist klar. Irgendwo sind Leute auf den Dächern unterwegs. Okay. Lesrak. Lesrak kann sich ziemlich beschissen bewegen. Bugfisch kommt auch nicht nach da vorne. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Wer weiß, wie lange sie diese Lagereinheiten hier unten schon betreiben. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Komisch. Mir steht nichts. Overwatch. Biete Feuerschutz. Okay, der Beru. Das ist kein Feld, wo er gesehen wird, wenn er reinläuft. Overwatch. Roger. I've got my eyes on. Okay. Da werden wir jetzt keine gute Position finden. Wie ist das mit dem Umbreon? Bestätigt. Pistolenfeuerschutz. Augen auf. So, und jetzt gehe ich ein Risiko ein, Leute. Muss so ein bisschen risky spielen hier. Ich gehe nach hier mit Bugfisch. Bin unterwegs. Und werde die beiden mit einer Granate Fang! Anfraggen, das heißt, der Trupp müsste eigentlich weg sein. Die bewegen sich jetzt und sind tot. Hoffe ich zumindest. Sie haben uns! Die ersten beiden Overwatch-Schüsse töten die. Feind am Boden! It's dead. It has to be dead. So, ab jetzt wird's schwierig.
jedes weitere Alien, was uns über den Weg läuft, macht uns hier ziemlich besorgen. So. Max Monster, rück mal vor. Bestätigt. Okay, hier sind Aliens. Anscheinend. Oder auch nicht, sondern nur eine Cutscene. Okay. Los, los, los! Wir halten den Trupp zusammen. Moment, sind das... Leichen. Die Behälter, die Züge, die ganze Einrichtung. Die Aliens entführen immer noch Leute. Sie haben nach der Invasion wohl nie damit aufgehört. Diese Behälter scheinen unabhängige Energiezellen zu besitzen. Das könnte eine Art Stasis-System sein. Vielleicht leben einige dieser Menschen noch. Oh, oh, jetzt kommt was. Ein Muton. Shit. Und wir haben gleich unseren Zug vollendet. Feuerschutz. Verstanden. Bin unterwegs. Feuerschutz? Nein, nicht Evakuierung. Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Ich hasse das, wenn man das nicht sieht, was die tun. So, der kommt. Komm, umrühren. Daneben. Daneben! Wurde gesehen. Verdammt, brauche Deckung! Verdammt! Au! What? Backfisch ist tot, Leute. Mann, 8 Schaden. Okay. Fangt euch, Leute, fangt euch. Der Zombie ist ein Problem. Der Mutant auf jeden Fall auch. Wie wir gerade gesehen haben. Befehl bestätigt. Zurück mit dir, Max. Nur 30% auf dem Mutant. Sehr schön, 5 Schaden. So, Lesrak. Was ist da drüben? Gib ihm. So, die Rüstung schon mal zerschreddert. Ein Lebenspunkt hat er noch. Okay. Okay, ich hab noch auf. Ah ne, okay, das war der richtige. Sehr schön. Jetzt muss nur noch der Mutant dran glauben. Bin auf dem Weg! Splittergranate, das wird ihn nicht treffen. Freier Schuss. Daneben. Okay, du hast noch eine Chance, Umbreon. Feind steht noch. Winston ist Lesrak tot. Yes.
Ziel neutralisiert. So. Feinde greifen von den Seiten an. Also diese Sektoiden, die sind manchmal ein bisschen dämlich. Also der hätte jetzt ordentlich dem Lesrak einen auf den Deckel geben können, aber er möchte lieber jemanden reanimieren. Das spielt uns gut in die Karten gerade. Okay, starten mit Lesrak. 70%. Daneben. Okay, so ist, wird das natürlich nichts. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Es wird kein nächstes Mal geben, hoffentlich. Meine Munition. Beru. Nahkampf. 100%. Mit dem besten Schwert und deiner Fähigkeit. Genau. Das war der Sinn der Sache. Okay. Hey, take a look at this. I think this is the package. Und das ist erst der Anfang der Mission. Wir haben schon einen Soldaten verloren. Stabilisieren kann man da auch nicht mehr viel. Fuck. Nähere mich der Zielposition. Advent hat sein Zugnetzwerk auf jedes Stadtzentrum ausgeweitet. Das hier scheint das Ende zu sein. Zumindest in diesem Gebiet. Gebe Feuerschutz! Bitte Feuerschutz! Okay. Guck mal, wie weit wir hier noch zu laufen haben, Leute. Das wird echt... hart. Position bestätigt. Okay. Geht in Ordnung. Beru. I'm trusting you here. Bewegung, Bewegung! Scanne Gebiet. Got it, cover. Bitte Feuerschutz. Bin schon unterwegs. Ich bin gerade echt so ruhig, weil es echt wird schon nicht mich passieren. Ankotzt, dass wir Blackfish hier verloren haben. Halten Sie sich von den Geschützen fern. Wir wissen immer noch nicht, ob sie vollautomatisiert sind oder aus der Ferne ausgelöst werden. Auf jeden Fall sind sie jetzt schon erstmal ausgelöst. Ach, hinten Lesrak macht sie platt, das Geschütz. Ist es hin? Ich habe ihn erwischt, oder? Jo, sehr gut. Keine Munition mehr! So, Beru nach vorne. Okay, I'll go. Rücke aus! Komm und jetzt, bin dabei! Ein
eine Runde lang war ich ein bisschen zu aggressiv und schon haben wir einen Soldaten verloren. Das ist echt nicht so geil. Okay, bin unterwegs. On the move. Roger. Begebe mich zu dieser Position. Okay. Scanne Gebiet. Puh. Erstmal nachladen. So, ich bin bereit. Die Tür aufmachen. So. Rein hier. Was ist da drüben? Das Missionsziel ist hier drüben. Mit ungeheuer brutaler Effizienz verarbeitet. Vielleicht als Testsubjekte für eine Art von Waffe. Sieht eher nach einer Raffinerie aus, Doktor. Sobald wir diese Probe haben, werden wir es wissen. Ich denke mal, da werden noch Leute sein, die es schützen. Yes, ich dachte es mir schon. Okay, wie ist es, sind das... und jetzt werden wir direkt wieder im Rücken auch noch angegriffen. Aber gut, die sind noch ein bisschen weit weg. 80% auf den. Wir müssen ihm direkt mal seine Rüstung klauen hier. Okay, 6 Schaden. Läuft. Einen hat er noch. Beru. Toll, im Cover kann er nicht hin, ne? Zum Kotzen. Bestätigt. Das ist der Max. So, du hast hier einen Advent-Soldaten flankiert. Mach ihn platt. Hab ihn erwischt. Sehr gut. Bio. Umbrion. Bero hat nur die Flashbang. Umbrion nach hier vorne. Ich hoffe, dass du die Granate bis da hinten kriegst. Granate. Jawohl. Der muss weg. Läuft. Gut. Okay, Bero. Schwerthieb. So, und jetzt hoffen wir, dass die anderen nicht schnell genug sind, um hier reinzukommen und uns abzuknallen. Ist das Sektoid? Verdammt, brauche Deckung! Kann es nicht verkämpfen! Umbrion unter Gedankenkontrolle. I'm being flanked. Boah, daneben. Was werde geschossen. Auf die Flanken achten. Sie bewegen sich. So, der Sektoid muss jetzt dringendst weg. Das Problem ist, dass wir jetzt hier noch 2 von diesen Idioten Schwertkämpfern haben. Boah, 5 Schaden gegen Lesrak. Er ist in meinem... Es hört nicht auf! Es hört nicht auf! Okay. Wie kriegen wir das jetzt am einfachsten gelöst? Der steht relativ frei da.
Geh hier raus, Lester. Wenn es sein muss. %59 muss reichen. 7 Schaden. Es reicht nicht, um ihn zu töten. Meine Munition wird knapp. Beru. Schwerthieb. Sehr gut. Das heißt, der Max muss sich jetzt um den Sektoid kümmern. Bin unterwegs. Ich hoffe, der sieht ihn von da. Ja, sogar geflankt, perfekt. Okay, jetzt haben wir noch diesen einen Stunner da. Das Problem ist, dass der Lestrak auch noch vorne steht. Ich muss bald nachladen. Aber wir haben auch noch den Umbreon. Puh. Umbreon. Hier hin. Ich rücke aus. Freier Schuss. 100% Umbreon. 3 Schaden. 4 hat er noch. Jetzt brauchen wir was Gutes, Umbreon. Wir brauchen was Gutes. Come on. Nein! Nur 6 Schaden. Der lebt noch. Fuck. Jetzt hoffen wir, dass der Umbreon so viel gezogen hat. Okay, er... Ich muss an die Deckung suchen! Granate, verdammt. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Zu Recht in Panik. Boah, Motherfucker. Mir wird das hier zu heiß! Okay, Beru. Du machst den sicher platt mit dem Schwerthieb. 94%. Sehr gut. Check it before you get too close. So, Max. Gremlin-Heilung dringendst. Umbreon muss warten. Auf den Lestrak. Heilen. So. Dann machst du ein Reload. Nachgeladen. So, Umbreon. Geht wieder hier rein. Begebe mich zur Zielposition. Geht in den Pistolenfallschutz. Überwachung läuft. So. So far, so good. Aber es sind noch Aliens da, ansonsten wäre der Einsatz wahrscheinlich schon beendet. Verstanden, rück ab. Irgendein Scheiß kommt hier noch, Leute. Und unsere Truppen... Okay, ich gehe. ...sind nicht gerade... Na, ob das der kürzeste Weg war, ich weiß ja nicht. Menace 1-5, Sie haben den Doktor gehört. Den Kanister sichern. Ja, ja. Ich würde hier erstmal, die Gremlin-Heilung nochmal aussenden. Diesmal zum Umhören. Wenigstens wissen wir jetzt, dass diese Trooper auch Granaten bei sich haben jetzt. Das war mir vorher noch nicht so bewusst. If you say so.
Feuerschutz. Moving to Overwatch. Lesrak. Nachladen. Bereit für den Angriff. Und dann. Begebe mich zum Ziel. Overwatch. Feuerschutz. Ich koche hier schon. Puh. So. Immer nach vorne Rücke mit dem aus. Max. Gremlin-Heilung auf den Lesrak. Heilbot unterwegs. Na, der hat heute viel zu tun, der Heilbot. Was ist da drüben? Das werden wir gleich rausfinden. I guess that'll be okay. Scanning. Mir entgeht nichts. Schon unterwegs. Gebe Feuerschutz. Der Feind bewegt sich. Da ist noch was, ich wusste es. Auf der anderen Seite. Okay. Kommt der Umbra nach schon ran? Nee, kommt er noch nicht. Verstanden, rücke ab! Biete Feuerschutz! Immer ein Feld, was fehlt, um vernünftige Deckung zu bekommen. Begebe mich zu dieser Position. Bestätigt, Überwachung läuft. Wird schon nicht passieren. Biete Feuerschutz. I'm trusting you here. Overwatch. Leise. Habt ihr das gehört? Naja, da kommt irgendwas. Der Fuck von der Seite. Hier, ein Sektoid ist weg. Zwei Sektoids. Da gibt's noch Overwatch daneben. Shot wide. Okay. Deal with it, würde ich sagen. Hier hin. Geht in Ordnung. Tür öffnen. Geht anscheinend irgendwie nicht. Warum auch immer. Ja doch, jetzt geht's. Sehr gut. Köpfe runter! Gib ihm eine Granate. Keine Deckung mehr für dich, mein Freund. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Feind eliminiert. Sehr gut. Bero. Hier. If you say so. Hallo, 100%.
Genau so muss das laufen. Going to need to reload soon. Okay. Okay. Fiole nehmen. Die Techniker werden das lieben. Das da drin wird wohl kaum Wasser sein. Shan, irgendwelche Messwerte? Keine Zeichen von Radioaktivität. Keine Energiesignaturen jedweder Art. Was es auch ist, es ist ungefährlich. Manus 1-5, wir haben die Beschaffung der Probe bestätigt. Rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. Da kommen noch mehr von Ihnen! Okay, da oben hin. So, das muss doch schaffbar sein. Zurück umhören. Nähere mich der Zielposition! Puh. Direkt auf unsere Zielposition. Da ist noch so ein Stunt-Typ bei. Den mag ich ja besonders. Unglaubliche Reichweite machen. Fußschlagen. Okay, sie kommen im Rücken aus. Ist klar. Und los geht's! An. 71%. Das ist eine gute Chance. 3 Schaden. Brauche Munition! Lesrak. Was ist da drüben? Hier. 80%. Okay, der ist tot. Erledigt. Ganz sicher erledigt. Ich muss bald nachladen. Beru, du hast hier so eine tolle Granate. Okay. Ich glaube, die werde ich jetzt auch mal gebrauchen. Take a good look. Sehr gut, Umbreon. Nach hier. Position bestätigt. Okay, er sieht welche. 63%. Freier Schuss. 3 Schaden. Und so muss das sein, Umbreon. Perfekt. Hab ihn erwischt. So, der ist disorientiert. Ich hoffe, dass er jetzt gleich nicht... Da ist die Beförderung für Umbreon. Boah, einen Schlag müssten wir aushalten. Da kommt er. Geht neben uns in den Overwatch. Ist klar. Gut. Max Monster. Letzter Schuss. Aus deiner Waffe. In your face. Lesser. Letzter Schuss aus deiner Waffe. Ich hab ihn erwischt, oder? Gut, dass da kein Projektil ja, durchgeschlagen ist. So, Beruf nach vorne. Reload. Let's rock. Umbreon braucht nie reloaden, der schießt bisher wirklich immer nur mit seiner Pistole. Wechsle Position. Aber dafür haben wir ihn ja geskillt. Truppen nähern sich unserer Position. Okay, da kommen die nächsten Truppen. Das heißt, wir müssen in der nächsten Runde jetzt ein bisschen Overwatch setzen. Das Problem ist, wir haben zwei Leute, die keine Munition mehr haben. Reload. Oh ja!
Reload. Waffe geladen. Beru. Ach hier. If you say so. Overwatch. Affirmative. Covering now. Bestätigt. Rücke aus. Du machst ein Pistolenfeuer. Mir entgeht nichts. Der Lesrak dürfte noch umsonst reloaden. Perfekt. Feuerschutz können wir noch machen mit ihm. Na los, zeigt euch. Und mit Max auch. Na los, perfekt. Zeigt euch. Da kommt zwei richtig fiese Typen. Der Roboter ist echt ein Problem, glaube ich. Kein Overwatch möglich. Damn it. Verstanden, rücke aus. Kacke. Mir entgeht nichts. Okay, ich gehe. Gebe Feuerschutz. Okay, I'll go. Come and get some. Bestätigt. Der kommt jetzt raus und feuert hier eine fiese Sache auf uns ab. Ich sag dir das. Scannergebiet. Und ich ziehe meine Leute auch noch so ein... Ja, und der normale Trooper kommt raus und fängt den Feuerschutz ab. Perfekt. Time for me. So, jetzt kommt der Große raus und macht uns platt. Den habe ich ganz sicher erwischt. Advent ist hier. Das ist der Große. Okay, er fängt sich auf jeden Fall noch eine Pistole vom Unten. Nehmen. Und Max Monster. Auch Ziel daneben. Steht noch. Nicht gut. Oh, fuck, ey. 77%. Wir brauchen zuerst den Lesrak. 60%. Du siehst den noch nicht mal. Scheiße. Kommen wir alle in die Abholzone. Lesrak kommt da hoch, oder? Lesrak kommt da hoch. Beru sollte dann auch da hochkommen. Ja. Umbreon kommt da hoch. Gut, wir kommen alle da rein. Schon unterwegs. Raus hier. Nicht viel weg. Die jetzt zu bekämpfen wäre Selbstmord. Wir stehen viel zu gedrängt. Geht in Ordnung. Und da hinten hat einen Raketenwerfer. Bin dann mal weg. Backfisch ist schon Verlust genug für diese Mission. I guess that'll be okay. I'm out of here. Begebe mich zu dieser Position. Bin dann mal weg. Okay, wir sind raus, Leute. Avenger, hier Firebrand. Das Paket ist in Sicherheit. Alle überlebenden X-Com-Agenten sind in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Mission erfüllt, Commander. Zwei Verwundete, ein getöteter Soldat. Getroffen, wo es weh tut. Dies war ein Ort, den nie ein liebender Mensch hätte sehen sollen. Ich freue mich, dass er zerstört ist. Aber irgendwas sagt mir, dass die Aliens das nicht so leicht hinnehmen werden. Boah, Leute. Lesrak Dark, Max Monster, Umbreon. Sehr gut.
Umrennen macht sich langsam. Mann, Mann, Mann. Ja, sie wissen alle, dass einer fehlt. Auf dem Rückweg. Sergeant Buckfish gefallen, Lesrak Dark schwer verwundet, Umbrian verwundet. Schauen wir uns mal die Beförderung an. So, Deckungsfeuer. Feuerschutzschüsse können bei jeder feindlichen Aktion ausgelöst werden, nicht nur bei Bewegung, das ist gut. Gefahreneinschätzung. Hilfsprotokoll gewährt dem Ziel jetzt einen Deckungsfeuer, Feuerschutz, Schuss. Deckungsfeuer, Feuerschutz, Schutz. Aber die Abklingzeit des Hilfsprotokolls ist um 1 erhöht. Ich bleib mal hier auf der linken Seite von ihm. Umbran, es wird auch befördert. Konfrontation. Feuere mit deiner Pistole auf jeden sichtbaren Feind einen Schuss ab. Das ist nice. Abschusszone. Führt einen Reflexschuss gegen einen beliebigen Feind aus, der sich innerhalb des Schussfeldes bewegt oder angreift. Ist auch nice. Aber ich glaube, für unseren Gunslinger ist einfach auf jeden in Sichtweite zu schießen mit Truppensicht ziemlich krass. Lesrak wird auch befördert. Holozielen. Jeder Kanonenschuss, ob Treffer oder nicht, markiert das Ziel, erhöht die Zielsicherheit des Trupps. Das ist gut. Oder schwere Geschütze, die Granatenplatz erhält eine zusätzliche Verwendung. Das ist super. Mehr Granaten ist immer gut. So, und der Beru wird auch befördert. Sturm und Schuss erhalte eine Aktion nach dem Sprinten. Das ist extrem gut. Oder verbergen. Du kannst dich nur einmal pro Runde direkt in Verborgenheit begeben. Oh, das ist fies. Das sind zwei richtig gute Sachen hier. Vor allen Dingen mit dem Schattenangriff zusammen ist das Verbergen richtig gut. Aber ich glaube, ich nehme für ihn den Sturm und Schuss. Leiter. Nachdem wir nun das scheinbare Produkt der Geheimeinrichtung gefunden haben, wird es sicher einiges an Zeit und Ressourcen kosten, den wahren Zweck dieser Substanz zu erforschen. Ich beginne sofort mit den Vorbereitungen für eine gründliche Analyse, Commander. Alles klar. Die Abläufe innerhalb der Geheimeinrichtung scheinen noch besorgniserregender zu sein, als ich zunächst befürchtet hatte. Die Aliens haben zweifelsohne etwas Schreckliches begonnen. Ich überlasse die Untersuchung Ihnen, Commander. Neues Ziel hinzugefügt. Okay. Die Aliens nutzen eine Verschlüsselung, die wir noch nie gesehen haben, geschweige denn verstehen. Wir müssen den Code irgendwie knacken. Aber das wird wohl eine Weile dauern. Lesrak hat reduzierten Willen. Ich komme nie dazu, Sie zu fragen, Doktor, aber was haben Sie vor der Invasion gemacht? Früher arbeitete ich als Biochemiker in der Pharmaindustrie. Hauptsächlich habe ich Herstellungsverfahren für Impfstoffe erforscht. So bekam ich von Advent eine Stelle in einer ihrer ersten Gentherapiekliniken. Ich sah mit eigenen Augen zu, was ihre Technologie fähig ist. Die Vorteile und die Nachteile. Ein Glück, dass Sie jetzt bei uns sind. Danke, das weiß ich zu schätzen. Okay. Hexe trinkt sich ein. Ich weiß gar nicht, wer ist das eigentlich hier?
direkt mal gucken gehen. Wer ist das? Soldaten anzeigen. Einfach nur A ist es nicht. Professor Creep ist es nicht. Plastiklöffel könnte es sein. Ja. 5 und 9 Tage verwundet. Es geht ja gerade noch so. Rekrutieren. Also wir müssen schon Backfisch die zweite und Manu den zweiten auf jeden Fall rekrutieren. Hier haben wir noch Oldschool RP. Den rekrutieren wir auf jeden Fall. Und den Mischka auch. So. Soldaten anzeigen. Das sind jetzt Rekruten. Das heißt, wir schicken erstmal welche wieder in die Trainingseinrichtungen. So, wir brauchen Grenadiere. Gut, dass der Oldschool RP sich auch gewünscht hat, dass er eine dicke Wumme kriegt. Das heißt, wir bilden den doch direkt mal aus zum Grenadier. Ausbildung beginnen. Da wird fleißig trainiert. So, Kampftaktiken. 65 haben wir noch. Fliegen noch mal eine Runde zum Schwarzmarkt. Oh, Avatar-Projekt. Sie erweisen sich immer wieder als einfallsreich, Commander. Yeah, obwohl um Sie den einen Schritt mit reduziert. Der Zerstörung der Geheimeinrichtung zugesetzt haben, liegt noch viel Arbeit vor uns. Commander, unsere Fernaufklärung zeigt ein UFO, das uns auf den Fersen ist. Wir müssen unsere Flugrouten mit Bedacht wählen. Okay. Wir verkaufen. Alienlegierung, Iridiumkerne. Wir haben kaum Zeug. Ne? Die gesichtslosen Leiche können wir verticken. Auch wenn es nicht so cool ist. Okay, jetzt haben die Aliens den Ziel so ein UFO auf den Hals geschickt. Schon mal ziemlich scheiße. Mal zurück. Ich will jetzt hier die Truppengröße erstmal vergrößern. Irgendwie habe ich das Gefühl, es läuft uns jetzt gerade so alles so ein bisschen aus der Hand. Die ersten Leute sterben. Und ja, es läuft einfach allgemein nicht so gut gerade. Naja. Schauen wir mal, wo dieses komische UFO langfliegt. Das heißt, hier runterfliegen wäre jetzt eine schlechte Idee. Vielleicht fliegen wir dann einfach hier mal hin. Kontakt herstellen geht nicht. Okay. Westeuropa. Warum kann ich hier keinen Kontakt herstellen? Wir haben momentan eigentlich die maximale Anzahl an Kontakten. Baue oder verbessere Widerstandskommunikation Einrichtung. Ach du Kacke. Tja, da haben wir noch gar nichts, ne?
6 Tage. Wir ziehen hier mal den Ingenieur hier ab. Lass mal ein bisschen beschleunigen hier. Der Testbereich müsste in 3 Tagen fertig sein. Okay, dann können wir jetzt wenigstens... Hier können wir keine Zeit vergehen lassen, ne? Oh, müssen wir jetzt hier die ganze Zeit warten, bis dieses scheiß UFO da weggeflogen ist? Ja, darunter fliegen wir jetzt tot. Das wäre nicht so geil. Puh. Kann man hier nicht irgendwie Zeit vergehen lassen? Boah, das ist ja richtig kacke, ey. Das kostet uns ohne Ende Zeit. Schneller heilen. Frage ist, wo fliegt er jetzt lang, wenn er jetzt hier runterfliegt, ne? Riskier's mal. Setze Kurs auf Südafrika. Okay, das UFO fliegt weiter. Okay. Ja, den einen Punkt, den wir jetzt hier gerade gespart haben, der geht jetzt gleich wieder hoch, oder was? Wir machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja. Ich würde ja gern. Oh oh. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Neues Forschungsprojekt. Ich finde es gelinde gesagt erstaunlich, dass das Subjekt, welches wir in der Vergangenheit als dünnen Mann kannten, nun als genetischer Abkömmling dieser ganz und gar reptilienartigen Kreatur enthüllt wurde. Diese von Advent entwickelten Roboter scheinen völlig autark zu agieren und festgelegte Ziele selbstständig anvisieren und angreifen zu können, ohne dabei auf externe Verifikation angewiesen zu sein. Und obgleich die erste Demontage meine Aufgabe sein wird, plane ich fest damit, Shen in diesen Prozess zu involvieren, denn ihre Kenntnisse der Robotik übersteigen meine bei weitem. Okay. Die Frage ist jetzt... Ich habe bemerkt, wie Mannschaftsmitglieder auf die Nahe... Das Ding kommt jetzt hier hingeflogen. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe, hittet der mich? Vorsichtshalber fliege ich mal zum Schwarzmarkt hoch. Neuen Kurs. Oh oh. Okay. Der Markt ist offen. Ist klar. Wieder zurück. Setze Kurs auf Sektor 13. Südafrika. Willkommen, Commander. Schnellbau. Informationsbeschaffung. Okay. Irgendwie ist das hier nicht so, wie ich mir das gerne vorstelle. Der Testbereich ist bereit, Commander. Wir können den Shadow... Okay, Testbereich gucken wir uns an. Willkommen im Testbereich, Commander.
Es schien eine gute Idee zu sein, unsere experimentelleren Konzepte zu isolieren. Vor allem in Bezug auf die Waffenentwicklung. Okay. Projekt wählen. Experimentelle Munition. Experimentelle Granaten. Ich bin für Munition. Ich lasse das Team sofort daran arbeiten, Commander. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn wir Fortschritte machen. Okay. So, wo sind die Ereignisse? Noch 2 Tage für die Alien-Trümmer. Neue Ziele. Guerilla-Einsatz, okay. Ziele überprüfen. Wir haben da oben einen dämonischen Heuler. Mittelschwierigkeitsgrad. Wir bekommen einen Grenadier dazu. Den werden wir dann umbenennen. Den... Okay, wir haben auch mehrere zur Verfügung hier. Schwer. Erhöht Informationskosten. Startet ein UFO. Okay, das war das, was wir gerade gemacht hatten. Was wir gerade hatten. Das war ziemlich nervig. Hier bekommen wir einen Ingenieur dazu. Nicht schlecht. Und was bekommen wir hier? Hier bekommen wir den Grenadier. Was bekommen wir hier unten? Vorräte. Puh. Ich weiß nicht, Leute. Der Grenadier lacht mich gerade schon so ein bisschen an, damit wir auch unsere beiden Verluste wieder irgendwie reinkriegen. Neuer Ingenieur wäre auch nicht schlecht. Das UFO. Okay, konnte man aber handeln. Platziert versteckte Gesichtslose in jedem Einsatz. Das ist schon ziemlich scheiße. Und hier unten erhöht Informationskosten. Das ist jetzt auch nicht so super schlimm. Ich würde den machen. Setze Kurs auf Ostafrika. Alles klar. Das ist unser Trupp. Wir werden ihn umgestalten gleich, das werden wir dann noch feststellen. Beim nächsten Mal geht es dann ab in den Einsatz, um das Alien-Relais zu zerstören. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.